Auf dem G8-Gipfel haben Sie ja über Steuerflucht und Steuerhinterziehung gesprochen. Nach Veröffentlichung von Offshore-Leaks wurde Steuerhinterziehung und Steuerflucht in einem enormen Ausmaß bekannt. 24 Billionen Euro, das ist ein Drittel des Weltsozialprodukts, werden an Steuern hinterzogen. Und zwar 40% durch Steueroasen. Und den Staaten entgehen weltweit jährlich 148 Milliarden Euro, Deutschland 30 Milliarden Euro, nur durch Steuerhinterziehung. Aber das internationale Netzwerk von Steuergerechtigkeit hat etwas festgestellt, Frau Bundeskanzlerin, was hier eigentlich umhauen müsste. Mich haut zumindest um. Die haben eine Liste aufgestellt über die Steueroasen der Welt. Und welchen Platz nimmt Deutschland ein? Platz 9. Wir stehen auf Platz 9 der Steueroasen. Ich bitte Sie, die Schweiz ist noch vor uns, das stimmt. Luxemburg auch. Aber wissen Sie, wo Zypern liegt? Auf Rang 20 und Liechtenstein auf Rang 34. Und wir haben Platz 9. Wir sind eine der größten Steueroasen auf der Erde. Das ist doch der Gipfel. Dagegen müssen Sie etwas unternehmen. Und zwar so schnell wie möglich. Und deshalb sage ich, Deutschland war und ist der Motor des Steuerdumpings bei den Unternehmens- und Vermögenssteuern. Und zwar seit SPD und Grüne regieren. Es tut mir leid, Frau Merkel, Sie haben das alles fortgesetzt. Und jetzt gibt es nämlich eine interessante Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Also, die Absenkung der realen Unternehmenssteuern, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer und auch die diesbezüglichen Einkommenssteuern von 1992, da betrugen die 30,4% von den Gewinnen, 2001 unter Rot-Grün nur noch 21,3% von den Gewinnen, 2008 nur noch 20,3. Das DIW sagt, das bedeutet 120 Milliarden Euro weniger Einnahmen pro Jahr. Und dann hat sich auch die OECD-Studie mit der Steueroase Deutschland beschäftigt. Und da kommt Folgendes heraus. Die Einnahmen aus Unternehmensbesteuerung liegt im Schnitt der 35 OECD-Staaten, das sind alle großen Industriestaaten, im Schnitt bei 3% der Wirtschaftsleistung, in Deutschland nur bei 1,5% der Wirtschaftsleistung. So wird man zur Steueroase. Und die Unternehmenssteuersätze der EU sind von 2000 bis 2011 um 9,1% gesenkt worden, in Deutschland um 29,8%. Das ist die Realität. Die Verbrauchssteuern in Deutschland nehmen zu. Sie haben ja mit der SPD die Mehrwertsteuer erhöht um 3%. Aber Verbrauchssteuern müssen alle zahlen, selbst die Hartz-IV-Empfängerin und der Hartz-IV-Empfänger. Und die anderen Steuern, nämlich die aus Unternehmen und so weiter, die lassen nach. Was haben Sie gemacht? Sie haben die Vermögenssteuer gestrichen, die gibt es nicht mehr in Deutschland, also werden die Vermögenden geschont. Sie haben die Bestverdienenden geschont durch Senkung des Spitzensteuersatzes. Und Sie haben die großen Konzerne, Versicherungen, Hedgefonds und Banken entlastet. Aber die Mitte der Gesellschaft, die muss das Ganze finanzieren. Und ich finde das ein Ding, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie hier sagen, die Linke so generell will die Mitte der Gesellschaft das Ganze bezahlen lassen. Der Steuerbauch ist von Herrn Weigel eingeführt worden. Die Mitte der Gesellschaft bezahlt die Gesellschaft. Wir wollen den Steuerbauch beseitigen, allerdings auch den Spitzensteuersatz erhöhen. Dann täten wir etwas für die Mitte der Gesellschaft. Und wenn wir dann noch die Vermögenssteuer erhöhen, täten wir noch mehr für die Mitte der Gesellschaft. Und deshalb fordern wir endlich die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft zu binden. Ich habe nichts dagegen. Die Reichen aus Deutschland können gerne auf die Seychellen ziehen. Das ist mir wurscht. Aber wenn Sie dort Steuern zu bezahlen haben, erkennen wir das an. Aber die Differenz, die müssen Sie hierher bezahlen. Wir behalten unsere Pflichten Ihnen gegenüber, dann müssen Sie auch Ihre Pflichten uns gegenüber behalten. Also müssen wir das binden an die Staatsbürgerschaft, so wie es die USA machen. Und wir brauchen angemessene Offenlegungspflichten der Banken. Und wenn sie die nicht erfüllen, dann muss ihnen die Lizenz entzogen werden. Und wir brauchen eine Bundesfinanzpolizei und mehr Steuerprüferinnen und Steuerprüfer und auch mehr Steuerprüfung. Zur Eurokrise. Also jetzt mal nicht die Linke, sondern der Internationale Währungsfonds hat eine vernichtende Kritik an der einzig von uns immer abgelehnten und kritisierten Euro-Rettungspolitik geäußert. Und zwar nicht nur in Bezug auf Griechenland. Aber wir haben dort eine tiefe Krise. Die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland liegt jetzt bei 62,5% und in Spanien bei 56,4%. Was soll aus diesen Jugendlichen eigentlich werden? Nun reden Sie von Ihren 8 Milliarden, die waren doch schon längst eingeplant. Sie ziehen das doch nur vor und es reicht nicht hin und nicht her, um dieses Problem zu lösen.
Und vor allen Dingen die Auflagendiktate, die sind doch nicht nur undemokratisch, sie sind nicht nur unsozial, sie sind unverantwortlich. Und jetzt geht man in Griechenland noch dazu über, den öffentlich-rechtlichen Sender ERT zu schließen. Das ist völlig indiskutabel. Stellen Sie sich mal vor, wir machen hier in Deutschland die ARD und das ZDF dicht. Das geht doch einfach nicht. Wieso zwingen Sie die Länder zu solchen Schritten? Ich verstehe es nicht. Und ich muss eins sagen. Also, was haben Sie erreicht? Die Wirtschaftsleistung sinkt in den Ländern, die Steuereinnahmen sinken, die können die Darlehen nicht zurückzahlen, die können ihre Schulden nicht bedienen. Was wird passieren? Dass eines Tages, und der Tag ist gar nicht mehr so fern, wir hier in Deutschland mit 27% für all diese Schulden haften. Und das gibt ein böses Erwachen. Natürlich versuchen Sie das auf einen Zeitpunkt nach dem 22. September zu verschieben, aber der Zeit wird bekommen. Und Herr Steinbrück, ich habe Ihnen zugehört. Das war ja fantastisch, welche Kritik Sie geäußert haben an der gesamten Politik. Nun müssen Sie mir nur noch erklären, warum Sie allen falschen Rettungspaketen, die immer verbunden waren mit diesen Sparmaßnahmen, zugestimmt haben. Sie sind doch mitschuld an der Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und in Griechenland. Ja, ich verstehe es nicht. Hätten Sie doch einmal Nein gesagt. Sie waren nie Opposition, nur die Linke war Opposition. Sie haben Ihre Rolle als Opposition völlig vergessen, als es um diese falsche eure Rettungspolitik ging. Völlig vergessen. Und nun zu Zypern. Zypern. Also, da gab es ja wieder die Auflage der Troika, Abwicklung der Laiki Bank. Aber die Regierung in Zypern gab Ihnen vorher dieser Laiki Bank noch 9,2 Milliarden Euro, um den Konkurs zu verschleppen. Und was passierte? Die ausländischen Banken, Versicherungen, Hedgefonds und Vermögenden nutzten die Chance und holten 10 Milliarden Euro noch von den Banken schnell wieder raus aus Zypern. Und dann mussten die übrigen Zyprioten und Zyprioten und die kleinen und mittleren Unternehmen 6 Milliarden Euro bezahlen. Das erklären Sie mal. Erklären Sie, warum Sie den Vermögenden zulassen, dass die Vermögenden 10 Milliarden Euro bekommen und die anderen dann 6 Milliarden Euro zu bezahlen haben. Nicht zu fassen ist das Ganze. Und nun sollen ja die maroden Banken im Zweifelsfall weitere 60 Milliarden Euro Steuergelder bekommen. Ich sage Ihnen, es ist der ganze falsch. Der falsche Weg. Banken müssen endlich für Banken haften, nicht die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wir brauchen endlich einen europäischen Abwicklungsfonds, in den die Banken einzuzahlen haben. Und wenn er nicht reichen sollte, dann müssen die anteilseigene Aktionäre etc. haften. Und das soll ja nun auch beginnen. Warum denn erst jetzt, Herr Bundesfinanzminister? Von Anfang an hätte man das so handhaben müssen, auch um die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in ganz Europa zu entlasten. Erklären Sie mal einer Friseurmeisterin, die davor steht, ihr Geschäft zu schließen, weil sie in Konkurs gehen muss, weil sie in Insolvenz gehen muss, dass sie nichts erhält und die Banker machen können, was sie wollen. Immer übernehmen die Schulden alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dank ihrer falschen Politik. Das ist nicht länger hinnehmbar und auch nicht länger zu erklären. Und außerdem brauchen wir in Europa endlich eine Millionärssteuer, damit die Nutznießer der Krise auch mal herangezogen werden, um sie zu bezahlen. Nicht die Friseurin, nicht der Bäcker, nicht der Stahlarbeiter in Griechenland, sondern die Millionäre müssen herangezogen werden. Warum haben Sie nicht den Mumm, einmal an die Reichen heranzugehen? Es ist wirklich nicht zu fassen. Also, fasse zusammen. Die Politik der Eurokrise ist gescheitert. Wir brauchen einen Marshallplan für die Krisenländer, damit sie auf die Füße kommen, wirtschaftlich gesunden und nach Herstellung von Steuergerechtigkeit höhere Steuereinnahmen haben, um die Darlehen zurückzahlen zu können und die Schulden zu bedienen. Und wir brauchen einen Wachstumsplan für die EU und für Deutschland, höhere Löhne, höhere Renten, höhere Sozialleistungen. Das brauchen wir schon deshalb, weil unser Export sich abbauen wird und dann müssen wir die Binnenwirtschaft stärken. Und das geht nur mit einer höheren Kaufkraft, also mit solchen Maßnahmen. Und das Institut für Wirtschaftsforschung hat festgestellt, dass in Deutschland ein Investitionsrückstand von 1.000 Milliarden Euro besteht. Herr Kollege. Wir müssen jährlich 75 Milliarden, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, für Energiewende, Bildung und Infrastruktur, das hat was mit Zukunft zu tun, ausgeben. Ich lasse jetzt mal wett, weil ich zu Ihren Wünsch-dir-was-Katalog sagen wollte, Frau Bundeskanzlerin, aber mit Realitäten hat das alles nichts zu tun. Außerdem müssen Sie mal erklären, warum Sie das 8 Jahre lang alles nicht gemacht haben, was Sie jetzt in Ihr Wahlprogramm reinschreiben. Und die FDP sowieso sagt, dass sie es nicht mitmacht. Ja, und Sie, Herr Kauder, haben einen Finanzierungsvorbehalt formuliert und damit gleich gesagt, dass das Ganze ausfällt. Nein, das ist wirklich eine Märchenstunde, das können wir nicht gebrauchen. Ich sage Ihnen, das ist weniger als heiße Luft, was Sie da versprechen. Wir haben einen Reformstau und wir brauchen eine andere Regierung, damit dieser Reformstau in Deutschland endlich aufgelöst wird.